an alle. Danke, dass ich heute hier sein darf, um über unser letztes Forschungsprojekt AIDEN zu sprechen. Um auch gar nicht viel Zeit zu verlieren, legen wir gleich los mit der Frage, was ist AIDEN eigentlich? AIDEN steht für AI Education, also KI-gestütztes Lernen. Wir, also das Institute for Artificial Applied Intelligence an der HDM in Stuttgart, haben zusammen mit unseren Kooperationspartnern Things Thinking aus Karlsruhe und dem Mathe-YouTuber Daniel Jung einen KI-gestützten semantischen Video-Lernassistenten für das Fach Mathematik entwickelt. Er ermöglicht es uns, Lernmaterialien schneller und gezielter durchsuchen, um Inhalte fokussierter zu verstehen. Warum haben wir AIDEN entwickelt? KI ist ja inzwischen, wie wir alle wissen, in allen Lebensbereichen angekommen. Aber Anwendungen im akademischen Umfeld waren zum Start von unserem Projekt Ende 2022 noch relativ unerforscht. Zwar gibt es bereits ein sehr überwältigendes Angebot unterschiedlicher Lernplattformen und Lernvideos über YouTube zum Beispiel oder Moodle, aber individuelle Wissenslücken können meistens trotzdem nicht vollständig geschlossen werden und die Lernenden sind schlichtweg überfordert. Genau hier kommt unser Lösungsansatz von AIDEN ins Spiel, um Lernansätze personalisiert und interaktiv zu gestalten und so Wissen länger zu speichern. Wie funktioniert das Ganze jetzt in der Theorie? Nutzende geben ihren Suchbegriff in die Suchleiste ein und bisher konnte man Lernvideos nur gezielt über eine Schlagwortsuche finden, so ähnlich wie wenn wir irgendwas bei Google eingeben. Was AIDEN anders macht, ist, dass Lernende nun gezielt Fragen in die Suchmaske eingeben können und AIDEN sie auf der Bedeutungsebene versteht und dann gleich zu der passenden Stelle im entsprechenden Video springt, was er aus seiner Datenbank anhand derer er trainiert rausgesucht hat. So sieht das Ganze dann aus. Links haben wir die Suchmaske mit der kompletten natürlich formulierten Frage und rechts den entsprechenden Videoinhalt an der passenden Stelle inklusive des Inhaltes als Text. Kann man hier unten vielleicht erkennen, diese kleine gelbe Bar. Und ja, jetzt zur alles entscheidenden Frage. Bringt AIDEN denn den gewünschten Erfolg? Die Antwort ist kurz und knapp ja. Alle erwarteten Parameter sind eingetreten, die wir erwartet haben. Die Schülerinnen, die AIDEN ausprobiert haben, Entschuldigung, haben schneller, motivierter und intensiver gelernt und Inhalte länger abrufen können als die Testgruppe ohne KI-Lernassistent. Eine Slide eher kommen sollen. Dafür bitte ich um Entschuldigung. Das ist nur nochmal unsere wissenschaftliche Validierung. Wir haben das Ganze mit 275 Schülerinnen und Schülern in Baden-Württemberg getestet, an 2 Realschulen und 2 Gymnasien, jeweils in der 9. und 11. Klasse, dass wir unterschiedliche kognitive Stadien abdecken. Sie hatten 90 Minuten Zeit insgesamt, einen Mathe-Test zu absolvieren, eine Testgruppe mit dem KI-Lernassistenten und eine ohne. Und wir haben das Ganze über 2 Studientage verteilt, um auch die Langzeitwirkung zu testen. Also der erste Studientag, beziehungsweise der zweite Studientag fand 7 Tage nach dem ersten statt. Und wir haben die Schülerinnen und Schüler anschließend mit qualitativen Interviews befragt und auch Fragebögen vor Ort verteilt und dann ausgewertet. Genau, kurz und knackig. Vielen lieben Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn Sie noch Fragen haben, kann ich die oder möchte ich die gerne beantworten. Frau Kretschmer, ganz, ganz herzlichen Dank. Genau, ich würde aufgrund der knappen Zeit 5 Fragen maximal zulassen. Im Chat, jetzt mal in den Chat hier auch mal, sehe ich momentan keine Fragen. Haben wir von den Teilnehmenden entweder per Wortmeldung oder gegebenenfalls auch im Chat, machen sich gerne bemerkbar. Ich schaue hier kurz mal nach. Ich sehe hier keine. Dann, Frau Kretschmer, gestatten Sie mir eine kurze Rückfrage. Wir wissen ja bei der Neueinführung von Technologien, dass durchaus auch der Novelty-Effekt eine gewisse Grundmotivation mit hineinbringt. Haben Sie sich auch angeschaut, ob der Novelty-Effekt vielleicht auch eine Einflussgröße ist, weshalb der positive Wirksamkeitseffekt von Ihnen auch nachgewiesen werden konnte?
Nein, das haben wir tatsächlich nicht gesondert untersucht, aber wir konnten schon feststellen, dass die Schüler auf jeden Fall motivierter waren, trotz der Tatsache, dass wir den Mathe-Test so konzipiert haben, dass es unmöglich zu schaffen war, egal ob mit oder ohne Lernassistent. Genau. Aber wir haben im Schnitt auf jeden Fall mehr Aufgaben geschafft und das Wissen auch länger behalten, auch über diesen Zeitraum von einer Woche. Okay, also Long-Term Retention erhöht. Ganz herzlichen Dank. Herr Riegler, ist das eine Meldung? Ja, bitte. Ja, Gerne. das ist eine Meldung. Wie kommen Videos und Software zusammen, sozusagen? Also, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich habe hier einen Stapel Videos und die würde ich gern einspielen, damit meine Lernenden da das tun können, was ihre Schülerinnen und Schüler gemacht haben. Was wäre dazu zu tun oder was ist dazu zu tun? Das ist eine ziemlich, ziemlich ausschweifende und auch sehr technische Frage, muss ich sagen. Da würde ich, ja, ich glaube, die kann ich jetzt nicht in 2 Minuten beantworten. Da würde ich Sie aber darauf verweisen, dass wir auf unserer Website unseren Forschungsbericht haben. Da ist das alles im Detail geschildert. Hintergrund ist der, dass wir eine semantische Plattform Samantha benutzen. Die wurde entwickelt von Things Thinking. Und da anhand derer, also in dieser Plattform fügen wir quasi oder haben wir die YouTube-Videos jetzt speziell von Daniel Jung, also für den Mathebereich eingefügt. Und da anhand dessen oder anhand dieser Videos hat diese KI dann trainiert. Wie die jetzt genau spezifisch technisch funktioniert, das kann Ihnen die Things Thinking GmbH besser erläutern. Und ein bisschen davon geben Sie auch nicht preis, denn das ist ja Ihr Betriebsgeheimnis sozusagen. Danke. Ihre Gerne. USP. Herr Riegler, ganz herzlichen Dank Genau. auch für die Rückfrage. Frau Kretschmer, ich würde mich jetzt an der Stelle bedanken und würde gucken, dass wir uns den nächsten Vortrag einmal widmen. Vielen Dank und herzlichen Dankeschön. Dank. Ich glaube, ich bin ein ganz bisschen mit Latenz gerade ausgestattet. Nee, jetzt scheint es wieder zu gehen. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Ganz herzliche Grüße aus Berlin, ja? Den nächsten Vortragenden, den Danke. wir haben, ist Herr Dr. Dirk Beider-Bellen vom DFN-Verein. Herr Beider-Bellen, einmal den Bildschirm, genau, da sind Sie schon, genau, und mit ihm zusammen ist Herr Konstantin Ahmed. Wir werden uns jetzt einmal von den beiden Kolleginnen vom DFN nämlich mal ein bisschen mitnehmen lassen, ob wir tatsächlich mit Zoom auf dem richtigen Weg sind oder ob wir uns vielleicht doch lieber einer Open-Source-Lösung widmen sollten. Wir übrigens an der Freien Universität und auch an anderen vielen öffentlichen Einrichtungen benutzen Webex. Insofern, um hier auch ein bisschen Markennamen an der Stelle gleich mehrere zu droppen und nicht einseitig nur Ja, bei sehr den gut. Kollegen zu bleiben. Ich freue mich sehr, Herr Beider-Bellen und Herr Ahmed. Frau Kretschmer, wir beide deaktivieren jetzt wieder unsere Bildschirme und horchen an dieser Stelle. Dankeschön. Viel Spaß. Ja, vielen Dank für die Einladung ans Hochschulforum und herzlichen Dank und herzlich willkommen zu unserem Tales of Tomorrow. Kein Mensch braucht ein weiteres Videokonferenz-Tool. Seit 1984 vernetzt der DFN-Verein Unis, Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Deutschland. Mit steigenden Datendurchsatzgeschwindigkeiten werden multimediale Echtzeitdienste realistisch. Unseren Videokonferenzdienst gibt es seit 2001. 2002 fordert der Wissenschaftsrat den DFN zur Forschung zwecks frühzeitigen Erfahrungsgewinn innovativer netzbasierter Anwendungen auf. Wortwörtlich heißt es dort, aus vielfältigen wissenschaftlichen Arbeitsgebieten erwächst zunehmend Bedarf nach Werkzeugen und Middleware-Funktionen für wissenschaftlich-technische Anwendungen, für Medien- und Videoapplikationen sowie für netzbasierte Informationssysteme. Fast 2 Jahrzehnte war DFN-Conf daraufhin der treue Begleiter von Forschung und Lehre in Sachen Videokonferenzen, betrieb Server und Software und stand mit Rat und Tat zur Seite. Erst die Pandemie beendete diese schöne und glückliche Zeit jäh. Über die Videokonferenzdienste legte sich in Folge eine dunkle Finsternis. Für Hochschulen, Unis und Forschungseinrichtungen begann eine grausame Zeit der Beschaffung von Videokonferenzplattformen. Erst mit den DFN-Rahmenverträgen für Cloud-Videodienste hatten uns dann wieder alle lieb. Kein Mensch braucht ein weiteres Videokonferenztool. Aber das ist noch nicht das Ende der Geschichte. Der Wissenschaftsrat erwähnt DFN-Conf 2023 erneut, und zwar in seinen Empfehlungen zur Souveränität und Sicherheit der Wissenschaft im digitalen Raum. Die Rahmenverträge, so der Wissenschaftsrat, ändern nichts an den Souveränitätsbeschränkungen durch kommerzielle Anwender, der großen Marktmacht für Hyperscaler
und sie ändern nichts am Risiko enormer finanzieller und struktureller Folgekosten für die Wissenschaft. Puh, das muss man erstmal verdauen. Was nun? Erster Impuls, Leistung intensivieren nach dem Muster, mehr Blech in die Racks und mehr Lizenzen. Ob das aber wirklich weiterhilft, ungewiss. Irgendwie eine Reise in die Vergangenheit, oder? Ja, wie seht ihr das, Konstantin, beim VCC, dem Kompetenzzentrum für Videokonferenzen? Vielleicht sollten wir mal über einen neuen Ansatz, ein neues Muster nachdenken? Ja, vielleicht, denn 2016 begann der europäische Dachverband GEON, IDOMIT entwickeln zu lassen. Ein Web-RTC-Videokonferenzdienst, das damals noch nicht so allgegenwärtig wie heutzutage war. Nunmehr 8 Jahre später kann IDOMIT in der Version 4.0 mit diversen Features, wie unter anderem multiple Kameras, echter 4K-Support, Stereo-Audio, einige Aspekte mit an den Videokonferenztisch bringen, über das selbst die etablierten Videokonferenzdienste und Systeme noch nicht verfügen. Und das alles free und open source. Das alleine wäre aber nur halb so interessant. Das wahrlich Interessante ist die niedrigschwellige Einstiegshürde über Container. IDOMIT kann innerhalb von wenigen Minuten per Docker auf einer Kleinst-VM installiert und konfiguriert werden. Die Aufteilung in verschiedene Komponenten macht es außerdem möglich, die Lastenverteilung nicht nur innerhalb Ihrer Einrichtung zu skalieren, sondern auch über mehrere Standorte verteilt. Sie haben zufälligerweise noch einen untätigen Miniserver im Rechenzentrum rumstehen, der sich langweilt. Überhaupt kein Problem. Beladen Sie ihn einfach mit einem Media-Node-Container von IDOMIT und werfen Sie ihn in einen föderalisierten, dezentralen Pool und unterstützen Sie so die Kollegen aus anderen Einrichtungen, Hochschulen und Universitäten. Je mehr mitmachen, desto besser funktioniert das Gesamtkonzept. Probieren Sie es gerne einfach mal aus. Aktuell testen wir mit dem norwegischen Forschungsnetzwerk SIGT, wie es wäre, wenn der DFN mit einem Videoserver einspringt, falls deren IDOMIT ausfallen sollte und auch umgekehrt. Besonders spannend finden wir aber, was die Kollegen von Rush in Albanien machen. Dort bekommt jede einzelne Hochschule sein eigenes IDOMIT. Vielleicht ist das ja auch ein Muster für uns. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und Grüße vom Wolfvision und Tracking Master Stand, die mir hier auf der LearnTech in Karlsruhe dankenswerterweise die Hardware zur Verfügung gestellt haben. Ja, danke Konstantin. Was gibt es noch zu sagen dazu? Heute Abend können Sie mich live und in echt beim Community-Event im Festsaal Kreuzberg ansprechen. Sollten Sie noch auf der LearnTech sein, dort finden Sie Konstantin am Stand von Wolfvision. In den nächsten Monaten erfolgen dann noch einige Tests und Betrachtungen möglicher Betriebskonzepte, bis wir im Dezember beim VCT-Administratoren-Workshop in Dresden unsere Empfehlung zu IDOMIT präsentieren werden. Mein Tipp für Sie, abonnieren Sie die Mailingliste Cloud Video des DFN. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Die Liste wird von uns persönlich moderiert, sodass Spam keine Chance hat. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ja, vielleicht ja bis gleich am Thementisch. Herr Beider-Kellen, ganz herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Das ist sehr, sehr spannend, wenn wir in diesem Feld ein bisschen Alternativen auch sicherlich zur Verfügung haben. Wir sind natürlich alle so ein bisschen, wie soll ich sagen, kommerziell in diesen letzten Jahren dort festgefahren möglicherweise. Insofern auch dort Open-Source-Lösungen zu haben, die skalieren, ist sicherlich eine sehr, sehr schöne Sache. Ich würde einmal in die Runde reinschauen und mich mal erkundigen. Im Chat tatsächlich habe ich jetzt keine Rückfrage gesehen und jetzt gucke ich mal hier in unsere Gruppe, hier sehe ich auch keine Handzeichen bisher. Dann würde ich eine Frage selbst vielleicht auch einmal stellen, und zwar hinsichtlich, Sie haben das am Anfang ja selbst in den Mund genommen, den Begriff Hyperscaler. Das Thema Skalierung ist natürlich aber auch schon bei einer mittelgroßen Hochschule eine Frage. Das heißt, was müsste man sich denn da an Hardware beispielsweise ans Bein binden, wenn man, ich sag mal, einen Dienst für eine mittelgroße Universität mit 40.000 Leuten bedienen möchte? Was wären dann da so in etwa die Skalierungsszenarien, die man da benötigte? Hat ja ansonsten auf der anderen Komponente natürlich eine Frage nach den Kosten und natürlich, ne, das ist bei Open Source natürlich auch, wir müssen natürlich dann die Maintenance, ne, die Server, nicht nur die Server, sondern auch die Maintenance hinsichtlich des personellen Supports natürlich dann selber in den Hochschulen vorhalten. Können Sie vielleicht da ein bisschen Einblick geben? Ja, ich kann jetzt nicht mit einer technischen Spezifikation kommen, aber es sind handelsübliche Serverkapazitäten. Das ist der Trick oder das Geheimnis liegt an der unterliegenden Software. Wir setzen mit IDOMIT auf MediaSoup auf. Und ja. MediaSoup ist eine sogenannte Selective Forwarding Unit. Das heißt, die Mediendatenströme werden so geschaltet, dass sie beim Endanwender
kodiert und dekodiert werden. Das passiert gar nicht so sehr auf dem Server, von daher ist es extrem gut skalierbar, sprich also so Teilnehmerschaften von 200 bis 300 teilnehmenden Bildern oder die mit Bildern drin sind, ist eigentlich, da haben wir noch keine Grenzen so gesehen. Das ist eigentlich von daher relativ gut einsetzbar. Ne? Es ist ein bisschen beim Endanwender halt die Last. Ja, ne? Da muss natürlich ein Endgerät da sein, was das mitmacht. Ne? Da muss man schon, denke ich mal, mit einem C5-Prozessor, vielleicht ein C3, der gut ausgestattet ist, wird man da rangehen müssen. Okay, aber das wird in den nächsten Jahren ja flächendeckend verfügbar sein. Insofern schöne Aussichten, die wir da haben. Ich schaue nochmal an der Stelle in den Chat und auch nochmal, ob ich Handzeichen hier sehe. Ich sehe keine weiteren Handzeichen. Aber ich bedanke mich herzlich, Herr Ahmed, auch. Und ich freue mich an der Stelle dann, den nächsten Beitrag ankündigen zu dürfen. Und zwar geht es darum, dass bei BERT ein digitaler Bildungsraum, ein Prototyp einer föderalen IT-Infrastruktur entwickelt wurde. Und zwar, das Besondere ist bei dem, wie bei vielen anderen Personal Learning Environment Ansätzen, deshalb bin ich sehr gespannt darauf, was Sie uns hier präsentieren werden, da stehen die Lernenden im Mittelpunkt und sie können die Komponenten für diese Oberfläche für sich selbst anpassen und gestalten. Ich sehe für mich zumindest, dass ich gewisse Latenzen hier gerade habe. Bin ich bei Ihnen auch zu Hause mit Latenzen? Nee, das freut mich. Ich schalte mich aus. Frau Peil, Frau Didier, ich freue mich sehr. Kann man uns hören und ist der Bildschirm zu sehen? Absolut wunderbar. Ja, erstmal vielen Dank. Genau. Also, wir steigen direkt ein. Unseren Namen haben Sie ja schon erwähnt. BERT ist die Abkürzung für Bildungsraum Digital und dabei handelt es sich um ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt, das innerhalb des eigenen Testfelds prototypische Lösungsansätze, Anforderungen und Erfahrungen für Mein Bildungsraum, auch bekannt als nationale Bildungsplattform, entwickelt. Genau, das Projekt wird von der Universität Potsdam geleitet und auch koordiniert und besteht aus Partnerverbänden, die Universitäten, Zivilgesellschaft und den Unternehmenssektor abdecken. Aufgrund der Zeit würde ich jetzt einfach mal nur die Logos hier unten in der Leiste Ihnen präsentieren wollen und gar nicht so weit auf die Namen eingehen. Ich denke, die sind selbsterklärend, weil das würde nämlich den Rahmen sprengen. Machen wir direkt weiter zum Kontext. Der Förderzeitraum für BERT ging von April 2024 und wird noch bis März 2025 gehen. Und BERT gliedert sich damit in die vom BMBF gegründete Initiative Digitale Bildung und ist eins von ursprünglich 60 geförderten Projekten, darunter 57 sogenannte Ziel 1 und 2 Projekte, also Projekte für Lernende und Lehrende und drei Plattformprototypen. Und hier agiert eben BERT als Validierungsinfrastruktur, deren Handlungsempfehlungen und Entwicklungen dann wiederum in Mein Bildungsraum fließen. Genau, auf der nächsten Folie sehen wir jetzt vier kleine Bullets. Diese Aufzählungspunkte stellen die Ziele von BERT dar. Das ist einmal Werkzeuge vernetzen, sowas wie Arbeitsbereiche, dazu kommen wir gleich noch, Videokonferenztools etc. Dann Inhalte vernetzen, sowas wie zum Beispiel OER-Inhalte, digitale Angebote, die sich auch durch alle Bildungsbereiche ziehen und eben dadurch auch Menschen miteinander zu vernetzen. Das wäre der dritte Punkt. Da geht es um die selbstbestimmte und die digitale Teilhabe und eben das durch dadurch eben zu gewährleisten. Als vierten Punkt haben wir noch die Interoperabilität hinzugenommen. Die wollen wir eben auf unterschiedlichsten Ebenen ermöglichen. Genau, und dann geht es eigentlich auch schon weiter mit dem Arbeitsbereich. Genau, wie meine Kollegin Ricarda eben schon erwähnt hat, ist eine Komponente der Arbeitsbereich in unserer individuellen Lernumgebung, die wir heute jetzt mal vorstellen würden und uns rausgepickt haben. Und zwar ist dieser individuell nutzbar und auch anpassbar, also für jeden Lernenden so zusammenstellbar, wie es gerade nötig ist oder was genutzt werden muss zu diesem Zeitpunkt.
Es gibt mehrere Optionen, und zwar bereits vorhandene Dokumente oder auch Notizen können abgespeichert werden. Allerdings können auch Notizen oder Dokumente, Präsentationen, alles, was Sie sich vorstellen können, im Arbeitsbereich komplett neu erstellt werden. Und dann natürlich auch wieder abgespeichert werden. Die individuelle Strukturierung durch Projekte, Ordner und dann wiederum Unterordner ermöglicht einen schnellen Überblick über die gesammelten Dokumente zu, sagen wir mal, im Hochschulkontext, vielleicht ein Auslandssemester für oder über Erasmus. Und dazu folgt gleich noch ein Beispiel, wie das prototypisch aussehen kann, was wir uns schon überlegt haben. Wie das nachher wirklich aussieht, das können wir noch nicht hundertprozentig sagen. Deshalb gerne im Kopf behalten, dass es prototypisch ist. Und durch die Einbindung von unterschiedlichen Tools soll die Arbeit ebenfalls vereinfacht werden. Hier ist es wieder genau das gleiche Prinzip, ist individuell zusammenstellbar. Man kann sich die einzelnen Sachen reinziehen. Also zum Beispiel jetzt haben wir aufgelistet einen Texteditor, einen Kalender, auch das LMS der jeweiligen Hochschule, einen Chat, um, wenn man dann, wie was im nächsten Punkt kommt, kollaborativ arbeiten möchte, sich auch gleichzeitig noch kurz schließen kann und das über den Chat machen kann, aber auch weitere Tools, wie zum Beispiel Zitations- und Übersetzungsprogramme. Aber da, das ist jetzt nur recht wenig, da sind viele Möglichkeiten offen, einfach nur exemplarisch aufgelistet. Dann komme ich direkt schon zum kollaborativen Arbeiten, was uns auch sehr wichtig ist in dem Forschungs- und Entwicklungsprojekt. Und wir lange überlegt haben, wie man das gut einbinden kann. Und zwar ist es möglich über die Freigabe des Arbeitsbereichs. Also man kann als Lehrende, lernende Person die eigenen Projekte mit ausgewählten Personen teilen und dann letztendlich auch in den Dokumenten selbst oder in den Präsentationen zusammenarbeiten oder die zusammen erstellen oder generieren. Und jetzt zu unseren zwei kleinen Screenshots noch. Auf dem ersten Screenshot sieht man den recht einfach gehaltenen Überblick über alle Projekte. Die Projektnamen können auch über zwei Zeilen lang sein, wie man auch dort sieht. Und recht einfach gehalten mit dem Pluszeichen kann man neue Projekte hinzufügen. Und durch diese Kacheln hat man einen guten Überblick über alles. Wenn man dann einen Klick auf das jeweilige Projekt gehen würde oder machen würde, kommt man schon zum zweiten Screenshot, wo dann oben nochmal der gegebene oder ausgewählte Projektname steht. Dann sieht man rechts auch die Personen, die darauf Zugriff haben könnten, falls man ihn freigegeben hat. Mit dem Plus hier wieder möglich, auch ausgeklappt, ich weiß, es ist sehr klein wahrscheinlich, die Möglichkeit, neue Dokumente zu erstellen. Da haben wir jetzt exemplarisch Word oder PowerPoint, Excel, Etherpad, und es ist aber auch möglich, die Dateien einfach hochzuladen, sei es aus einer Cloud, die man angebunden hat, oder auch einfach von dem eigenen PC. Und die unterschiedlichen Dokumente oder Unterordner in diesem Fall haben dann wiederum eigene Kacheln. Wenn man auf den Unterordner klicken würde, würde sich dann wieder diese gleiche Ansicht aufmachen, nur dann für den Unterordner. Und exemplarisch gesehen könnte man hier dann direkt die PowerPoint-Präsentation sehen oder ein Word-Dokument oder Ähnliches. Das wäre dann auch schon das Ende unseres kleinen, kurzen Beitrags. Und wenn es Fragen gibt, melden Sie sich gerne bei uns. Genau. Dankeschön. Frau Linné, Frau Peil, ganz, ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite. Wir haben eine Frage im Chat von Frau Heinz. Sie fragt nach, ob es einen Formeleditor gibt, der eingebunden werden kann. Ich gehe davon aus, dass es um mathematische bzw. naturwissenschaftliche Formeln an der Stelle geht. Aktuell noch nicht, aber wir nehmen sowas immer gerne mit auf, um das eben in das Konzept einzugliedern. Also Formeleditor hatten wir bis jetzt noch nicht auf dem Schirm, genau. Super, vielen Dank. Ja, es gibt viele, neben den Geistes- und Sozialwissenschaften gibt es viele Naturwissenschaften, die auf Formeln durchaus einen gewissen Wert legen. Und auch in den Sozialwissenschaften sind Statistiker in den empirischen Bereichen natürlich mit Formeln beschäftigt. Wie war noch der Name? Darf ich noch mal kurz einhaken? Mein Name? Nein, der Name von der Frau Heinz. Von Frau Heinz hat diese Frage gestellt mit TZ hier im Chat. Genau. Dankeschön. Ich hätte auch noch eine Frage. Und zwar
Ich finde das sehr praktisch, diese ganzen unterschiedlichen Module auch so einzuladen nach den entsprechenden Needs, die die einzelnen Nutzenden denn da drin haben. Haben Sie sowas wie Analytics, also Academic Analytics? Wie werden die Sachen genutzt? Wie häufig werden die genutzt? Ne? Diese Module, die eingebunden sind, zu welchen Uhrzeiten beispielsweise? Ne? Um so ein bisschen besseres Bild auch darüber zu gewinnen, welche Nutzungshäufigkeiten beziehungsweise auch Nutzungsgewohnheiten für diejenigen Lernenden dort mit anzutreffen sind. Haben Sie sowas da angedacht? Bei Bird handelt es sich ja um ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt. Das heißt, wir sind ja gar nicht live. Also das ist dann später mein Bildungsraum. Die werden dann natürlich sowas auch da dran denken müssen, sage ich jetzt mal. Bei uns wird sowas schon mitgedacht, aber eben kann noch nicht umgesetzt werden, weil wir keine echten Personen haben, die bei uns, wir sind quasi nur der Prototyp. Das war vielleicht nochmal wichtig zu sagen, vielleicht hatte ich das am Anfang noch nicht deutlich genug. Ich finde es ganz spannend. Ich finde es ganz toll, weil das ist aus meiner Sicht so ein bisschen die mögliche Konsequenz. Wir haben uns auch an der Freien Universität vor ein paar Jahren damit schon beschäftigt, aber da war es noch ein bisschen zu früh dafür. Das ist aus meiner Sicht eigentlich die Konsequenz, die aus den Learning Management Systemen heraus ein bisschen resultieren könnte in der nächsten Iterationsstufe. Insofern finde ich das Beispiel von Ihnen sehr spannend. Haben wir weitere Fragen vielleicht noch aus dem Publikum diesbezüglich? Ich würde sagen, an der Stelle sehe ich jetzt zumindest keine weiteren Wortmeldungen. Frau Peil, Frau Dinier, ich sage ganz herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Ich bin sehr gespannt auf Ihre weiteren Entwicklungen. Frau Ress, ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Und zwar, wir gucken uns ein bisschen an, wie live mittels AI vermutlich Augmented Reality Untertitelung in die Videoübertragungsbrillen X-Ray Glass, ist eine App, die dazu entwickelt wurde, vorgenommen werden kann. Insbesondere ist das für Inklusion bei Leuten, die Hörbehinderungen haben etc. sicherlich ein gutes Szenario oder auch für Leute, die fremdsprachlich studieren und eine Simultanübersetzung an der Stelle gut benötigen können zum weiteren Lernen. Frau Ress, ich freue mich sehr. Ganz herzliche Grüße nach Mainz. Bitte, Sie haben das Wort. Ja, danke schön und herzlich willkommen auch von mir. Alessandra Ress, mein Name von der Hochschule Mainz. Wir haben im Kompetenzzentrum Lehre in den letzten ungefähr anderthalb Jahren ausprobiert, ob eine Augmented Reality Brille in Kombination mit einer Untertitelungs-App in Sachen Barrierefreiheit hilfreich ist. Und ja, Hintergrund ist, dass wir relativ viele hörbehinderte Studierende haben und auch wenn sich im Bereich der Barrierefreiheit langsam was tut, gibt es immer noch sehr viele Barrieren, mit denen die Betroffenen im Hochschulalltag konfrontiert sind. Das reicht von fehlenden Untertiteln und Transkripten über Störgeräusche oder einfach technische Probleme, die in den Vorlesungen bestehen. Als mögliche Lösung haben wir dann diese Augmented Reality Brille X-Real Air in Verbindung mit der Untertitel-App X-Ray Class angeschafft, um einfach mal zu testen, ob das was hilft. Das Ganze funktioniert also so, man hat diese Brille, so sieht die aus und setzt die auf und dann ist die eben verbunden mit dem Smartphone und wenn die Studierenden dann beispielsweise Folien innerhalb eines Seminars gucken, dann können Sie die Folien angucken und dabei wird Ihnen der gesprochene Text der Dozierenden als Untertitel angezeigt und es läuft eben nicht mehr extern, also nicht auf einem externen Bildschirm der Untertitel ab, wie das aktuell viele betroffene Studierende machen, sondern sie haben die Untertitel direkt im Text, im Bildfeld. Die Frage war jetzt aber, ist das wirklich eine sinnvolle Ergänzung, so eine Brille, oder handelt es sich mehr um Disability Dongle? Das heißt, ein Designobjekt, was mit gutem Willen entwickelt wurde, aber letztlich an der Zielgruppe vorbeigeht. Um das herauszufinden, haben wir Tests mit zwei Gruppen von Studierenden gemacht. Im Fokus standen für uns klar die Studierenden mit Hörbehinderung. Im zweiten Schritt haben wir aber auch internationale Studierende ohne Deutsch als Muttersprache hinzugenommen. Die haben vor allem getestet, ob sich die Untertitel auch, also wie die Qualität der Übersetzung ist, weil man kann diese Untertitel auch direkt übersetzen lassen. Herausforderungen, die sich für uns ergeben haben, war vor allem das Thema Datenschutz. Die App X-Ray Class ist eine US-App. Wir mussten sicherstellen, dass die Transkripte, die gespeichert werden,
dass die nur lokal gespeichert werden und nicht in der Cloud. Deshalb haben wir mit WASC gearbeitet und nicht mit Cloud-Anbietern. Und die Studierenden mussten sich auch bereit erklären, dass sie die Transkripte nach einer Weile wieder löschen. Hier gab es auch in einem Fall ein Problem, was wir nicht vorhergesehen hatten. Da gab es also eine Dozierendenperson, die sich beschwert hatte, dass dieses Transkript ein unfairer Vorteil sei für die betroffenen Studierenden in der Vorbereitung auf Prüfungssituationen. Da wurde uns einfach nochmal bewusst, dass die Bedeutung des Nachteilsausgleichs noch nicht in der Breite klar ist. Und da haben wir eben erstmal argumentiert, dass es sich ja um einen Ausgleich handelt und nicht um einen Vorteil, der generiert wird. Dann die technische Voraussetzung ist nicht ganz ohne. Man braucht natürlich die Brille, man braucht die Apps, die Smartphones und so weiter. Das haben wir alles zur Verfügung gestellt und hier gab es auch letztlich keine größeren Probleme. Damit kamen die Studierenden nach der Einführung gut klar. Die Bewertung durch die Studierenden fiel letztlich wechselhaft aus. Positiv wurde hervorgehoben, dass eben dieser Wechsel entfällt, also dass die Studierenden wirklich die Folien angucken können und der Text direkt drunter steht und sie nicht erst auf den Bildschirm gucken müssen. Auch die Qualität der Untertitelung wurde positiv bewertet. Die Übersetzungen dagegen wurden eher kritisch bewertet. Und was vor allem kritisch bewertet wurde, war, dass einfach auf die Dauer die Brille nicht mehr angenehm zu tragen ist. Vor allem bei Studierenden, die noch eine Brille drunter tragen. Unser Fazit ist daher, das Ganze kann eine sinnvolle Ergänzung darstellen. Wenn man beispielsweise eine Vorlesung hat oder einen Vortrag, aber es eignet sich nicht für den kompletten Lehralltag. Insofern es ist eine Ergänzung, aber grundsätzlich das A und O bleibt, dass man Untertitel einsetzt, dass man Transkripte einsetzt, also die klassischen Methoden, um eben Barrierefreiheit zu erlangen, die bleiben das Wichtigste. Und wichtig ist auch, das ist uns nochmal sehr bewusst geworden, dass man erstmal ein Bewusstsein schafft für Barrierefreiheit und für so Sachen wie den Nachteilsausgleich. Das wäre es auch schon von meiner Seite. Genau, ich danke für die Aufmerksamkeit. Frau Ress, ganz herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Haben wir Fragen unter den Teilnehmenden? Ah, ich habe hier einen Beitrag von Herrn Zenker. OpenAI Whisper kann auch lokal genutzt werden und liefert bessere Ergebnisse als WASC. Vielleicht dazu eine weitere Anmerkung. Frau Rest, vielleicht wissen Sie das. Die Daten, um die Transkription durchzuführen, werden die in die USA geschickt oder gibt es eine Cloud, die auch in Europa steht? Das ist ja an der Stelle nicht so relevant, ob das ein US-Unternehmen ist, sondern es ist ja, glaube ich, mehr wichtig, wo diese Daten dann am Ende verarbeitet werden. Ja, wir standen da in Kontakt mit den App-Entwicklern. Also wir haben die App auch in der Beta-Funktion schon getestet und die haben uns versichert, dass sie die Daten speziell bei uns nur innerhalb von Europa speichern würden. Mhm. Aber generell ist das nicht der Fall. Also man muss da in Kontakt treten, damit das Ganze entsprechend In Europa gespeichert wird. Ja. Ja. Man muss allerdings die Anbieter nutzen, die halt mit der App zusammenarbeiten. Also OpenAI Whisper arbeitet meines Wissens jetzt nicht mit X-Ray Class zusammen. Insofern behalte ich das gerne mal im Hinterkopf, aber können wir, glaube ich, meines Wissens aktuell nicht verwenden. Mhm. Ja, ganz herzlichen Dank. Vielleicht noch eine Frage zur Plattform Interoperabilität. Ich glaube, ich habe das auf dem Bild richtig gesehen. Das war, glaube ich, ein Android-Device oder war das ein iOS-Device, was da verwendet wurde? Ein Smartphone, mit dem das gekoppelt war? Das war Android. Das war Android, aber mit iOS ist diese Brille auch kompatibel? Es war tatsächlich in der Beta-Version nicht kompatibel. Ich bin mir nicht sicher, wie es aktuell aussieht. Okay, genau. Also haben wir dann auch eine gewisse Target-Group-Einschränkung. Okay, ja. Guten Morgen. Hier geht es um das Pattern-Pool. Das ist ein Portal, über das Mentoring-Prozesse initiiert werden können. Ich freue mich sehr, die drei ReferentInnen vorstellen zu können, Frau Bissignon, Frau Walzig und Herrn Kohls. Ganz herzlichen Dank, ich übergebe Ihnen gerne das Wort. Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen zu unserem Beitrag. Ich muss natürlich jetzt erst noch mal kurz den Bildschirm teilen. Augenblick.
Ich hoffe, das klappt so gut wie beim Test. Gesamter Bildschirm. So, jetzt natürlich. Ja. Sehen Sie das Bild? Ist es zu sehen? Oh, das klappt. Ganz herzlichen Dank. Gut. Also herzlich willkommen zu unserem Beitrag. Patterns als Booster für die Hochschullehre von morgen. Sie sehen, ich bin jetzt erstmal alleine hier eingeschaltet. Meine Kollegin Vivian Kowalczyk ist leider kurzfristig erkrankt. Mein Kollege Christian Kohls ist dabei, aber ich spreche heute allein. Und in unserem Projekt, das geht also um die Plattform patternpool.de, sind wir also überzeugt, dass Patterns Booster für die Hochschullehre von morgen sein können. Und damit das so ist und so wird, brauchen wir Pattern. Und also das sind gute Beschreibungen von guten Lösungen für die Lehr- und hochschuldidaktische Praxis, die in einer guten Qualität dokumentiert werden. Und damit sie nämlich von anderen auch leicht adaptiert werden können. Und Pattern werden auf dieser Plattform nämlich von externen AutorInnen geschrieben. Und ich möchte jetzt kurz den Mentoring-Prozess vorstellen, den wir dazu nutzen. Und hoffe, dass es jetzt weitergeht. Ja. Und ja, weil Sie vielleicht nicht wissen genau, was ein Pattern ist, möchte ich unsere Lösung direkt mal in der Form eines Pattern vorstellen. Sie sehen hier die Struktur eines Pattern. Und diese 6 Kategorien gehen wir jetzt einfach mal Schritt für Schritt durch. So, als erstes den Rahmen, spannen wir mal den Rahmen auf. In welchem Kontext bewegen wir uns? Wir bewegen uns also im Kontext, dass es Hochschulen gibt, in denen beständig Innovationen in der Lehre und auch in der hochschuldidaktischen Praxis stattfinden. Und es gibt immer Personen, die das gerne teilen, also die ihre Lösungen gerne in den Transfer bringen möchten und zur Verfügung stellen. Und auf der anderen Seite haben vor vielen Jahren, die Historie möchte ich jetzt, das würde jetzt zu weit führen, mal ein Format erfunden, mit dem man systematisch auf gewisse generalisierte Form und einfach adaptierbar solche guten Lösungen dokumentieren kann, nämlich die Pattern oder auch übersetzt Entwurfsmuster oder in unserem Fall didaktische Entwurfsmuster. Die vierte Kontextinformation ist, dass es auch ein Portal gibt, wo diese Pattern stehen, nämlich in unserem Fall patternpool.de als Ort des Wissenstransfers. So, jetzt haben wir den Kontext. Zu jeder guten Lösung gehört aber auch ein Problem, das erstmal gelöst werden muss. Und unser Problem ist, Pattern verfassen will gelernt sein. Patternbeschreibungen sind eine spezielle Textsorte und viele AutorInnen wissen nicht genau, worauf man achten muss. Erschwerend kommt hinzu, dass jede Patternsammlung auch noch so ihren eigenen Qualitätsanspruch hat und nochmal Besonderheiten vielleicht zu beachten sind beim Schreiben. Das ist das Grundproblem. Und zu dem Grundproblem gibt es noch so wirkende Kräfte. Das sind sozusagen Kräfte, die gewissermaßen das Problem verstärken oder anreichern und aber bei der Lösung berücksichtigt werden müssen. Wir schauen uns jetzt mal diese Kräfte an. Wir sehen schon, es sind einige, die hier wirken. Wir gucken mal auf die linke Seite. Auf der Seite der Autorin haben wir schon gesagt, es ist eine unbekannte, ungewohnte Textsorte. Es bedeutet also einen gewissen Aufwand, sowas zu schreiben, weil ich muss das erstmal ein bisschen lernen und das verstehen. Und was auch noch schwierig ist, dass man quasi immer aus dem Innenperspektive, ich habe was in der Lehre probiert, schreibt und dann so ein bisschen die Distanz fehlt und man vielleicht verhaftet es in der Fachspezifik und nicht weiß, welchen Kontext muss ich eigentlich zusätzlich erklären, damit die anderen es auch verstehen. Und ja, im hochschulischen und schulischen Lernen ist ja das Feedback ein ganz gutes Mittel, um da Kompetenzen auch schnell entwickeln zu können. Und da braucht es auf der anderen Seite Feedbackgebende. Wir haben gerade noch so ein bisschen das Problem, dass es noch nicht genug von diesen Feedbackgebenden gibt, also so erfahrene Pattern-BeraterInnen und die also auch noch unsicher sind, also die jetzigen in der Pattern-Theorie und Praxis und auch dann noch so ein bisschen in der Kompetenzentwicklung sind. Das sind also die Kräfte, mit denen wir uns herumschlagen. Aber was ist denn die grundsätzliche Lösung, die wir da gefunden haben? Die grundsätzliche Lösung besteht darin, dass wir AutorInnen in einem strukturierten, community-basierten Mentoring-Prozess durch qualifizierte MentorInnen begleiten, die quasi auf den Patternpool ins Patternschreiben onboarden. Mal im Detail betrachtet, wir gehen das mal von links nach rechts durch. Also auf der linken Seite haben wir einen Autor, eine Autorin, die gerne eine gute Lösung teilen möchte und der Welt zugänglich machen möchte. Die möchte das dokumentieren im Pattern-Format und kann hier schon sozusagen in den Mentoring-Prozess einsteigen. Sie sagt, okay, ich besuche erstmal einen Workshop, da wird mir alles erklärt und dann kann ich mich auch nochmal Rückfragen stellen. Oder ich nutze Support-Materialien, ich schreibe das auf und reiche dann die Lösung auf patternpool.de ein. Da wird ihr oder ihm der Person also ein Mentor, eine Mentorin zuge
ordnet und diese Mentorin begleitet sie durch den weiteren Schreibprozess durch iterative Feedbackschleifen. Und wenn dann das quasi das Pattern Marktreife erlangt hat, wird es dann durch die Redaktion freigegeben und wir können es alle auf patternpool.de lesen. Auf der anderen Seite, also man sieht, dass es hier mehrere Elemente hat, was wir Mentoring nennen. Und ein wichtiges Element oder Akteur ist halt der Mentor, die Mentorin, hatten wir ja schon, dass die Feedbackgebenden, und diese sind die Motivation vielleicht von diesen auch mitzumachen, ist, dass man eben bei den Pattern auch genannt werden kann als Mentorin oder Co-Autorin. Und wir haben ja bei den Kräften gesehen, die sind noch nicht so gut, also die brauchen auch noch ein bisschen Unterstützung. Und da haben wir das Format dieser Mentorinnen-Treffen entwickelt. Also viermal im Jahr gibt es einen Termin, bei dem wir schauen, was ist auf Patternpool eingereicht worden an Texten, wer möchte was mentorieren. Und hier kann eben als Hilfsmittel zur Kompetenzentwicklung können offene Fragen geklärt werden, wenn man mal nicht weiß, wie kann man jetzt hier ein gutes Feedback geben, damit es auch sich gut weiterentwickelt oder was passt in welche Kategorie. Und die Redaktionssitzungen, wenn also Pattern schon gut die Marktreife erlangt haben, können dann hier in der Redaktion mentorierte Patterns dann auch freigegeben werden. Also man sieht, dass also auch der Mentoring-Prozess qualitätsgesichert wird dadurch und es gibt ein wichtiges Instrument noch, den Mentoring-Leitfaden, der das in diesem Prozess auch noch supportet. So, jetzt haben wir die Lösung, die teilste Lösung und jede Lösung hat Vor- und Nachteile. Wir fangen mal mit der schlechten Nachricht zuerst an. Was sind sozusagen die Nebenfolgen, die unbeabsichtigten Folgen dieser Lösung ist, dass man muss diese Treffen, also man muss alles, es braucht ein gewisses Maß an Organisation der Treffen. Auch hier sind die Zeitressourcen knapp bei den MentorInnen. Es müssen also immer diese Termine freigehalten werden und auch für das Mentoring. Und es ist auch ein dynamischer Prozess, dass sich also die Qualität immer noch weiterentwickelt, dass man den Leitfaden weiterentwickelt und so weiter. Sind aber nur drei Nachteile, da überwiegen natürlich ganz furios jetzt das Finale. Die Vorteile, auf der einen Seite für Autorinnen schaffen wir durch diesen Prozess Verbindlichkeit und Orientierung und eine Schreibbegleitung, die dann zur Textsortensicherheit auch führt, den Aufwand minimiert und was wir auch sehr wichtig finden, dass eine didaktische Reflexion und Lernen stattfinden kann. Also indem man Abstand nimmt zu seiner Lehre, nochmal mit einer anderen Brille irgendwie drauf guckt mit diesem Lösungsproblemformat, kann man dann nochmal auch vieles erkennen, was man vielleicht vorher gar nicht so gesehen hat. Und das natürlich auch, wenn es Community-basiert ist zum Beispiel im Workshop, ist es auch ein toller Moment des Austausches. Und wir finden, es ist auch eine freundliche Art der Qualitätssicherung, weil es kein anonymes Review ist. Genau, für Mentorinnen gibt es auch ein paar Vorteile, das haben wir schon genannt. Und wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, auch Autorin zu werden oder Mentorin, dann im Anschluss, dann kommen Sie doch auch dazu und schreiben gern ein Pattern bei uns. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Jetzt hört man mich auch. Ganz herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Hat mich sehr gefreut, fand ich sehr, sehr spannend. Habe ich tatsächlich vorher noch gar nicht mitbekommen, dass es sowas gibt. Könnten Sie vielleicht mir als eine Frage kurz, und wir müssen ein bisschen sputen uns, aber eine Frage mir kurz beantworten. Wie viele Patterns sind im Patternpool bereits verfügbar? Es sind ungefähr 60, Tendenz genau. Aber jetzt stark steigend. Sehr gut, genau. Sehr spannend. Das geht auch zu allen möglichen Themen. Und wir, vielleicht noch kleiner Spoiler, wir machen auch Schreibretreats. Ja. Das nächste wird Ende September sein zu KI in der Lehre. Also wer gute Lösungen hat, zu was auch immer, was KI in der Lehre ist, die aber das Wichtige ist, es ist keine Idee, sondern eine Lösung, die erprobt ist. Kann dazu gerne kommen nach Köln und Gummersbach und mit uns schreiben. Weil man braucht ja auch Zeit zum Schreiben. Sehr schön. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich schaue noch mal ganz kurz, ob es hier weitere Wortmeldungen gibt. Und auch im Chat sehe ich tatsächlich ansonsten keine weiteren Rückfragen. Frau Wissi, noch ganz herzlichen Dank an Sie. Und wir sputen uns jetzt mal, dass wir versuchen, so gut wie möglich durch die letzten Minuten durchzukommen. Der nächste Beitrag, der kommt von Herrn Professor Riegler von der Ostfalia Hochschule und der gleichzeitig auch am Bayerischen Zentrum für innovative Lehre zuständig ist. Der Beitrag lautet, Lehre braucht Wikipedia, echt wahr? Und zwar,
Ich würde sagen, bevor wir hier zu viel Zeit verlieren, Herr Riegler, ich würde Ihnen direkt das Wort übergeben und Sie erklären uns ein ganz kleines bisschen und geben uns ein bisschen Einblick darin, wie Sie die Wikipedia-Seiten in der letzten Zeit durchforstet, korrigiert und aktualisiert haben. Sie haben das Wort. Herzlichen Dank. Genau, vielen Dank. So, ist der Bildschirm geteilt? Ist gut zu sehen. Ist der Bildschirm geteilt? Ist gut zu sehen. Können Sie mich hören? Ja, genau. Da war wieder eine kleine Latenz da. So, super. So, Lehre braucht Wikipedia. Also zunächst mal, ich wollte den Vortrag mit der Froni Turner von der Hochschule München machen. Die ist leider verhindert. Jetzt müssen Sie allein mit mir vorlieb nehmen. Unsere steile These, Lehre braucht Wikipedia, wirft natürlich viele Fragen auf. Wir haben jetzt gesagt, wir nehmen mal die Sesamstraßenfragen. Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum. Was ist denn das, worüber ich rede? Also wir haben Sie vielleicht mitbekommen, vor ein paar Monaten ist das Portal zur Hochschullehre in der Wikipedia online gegangen und das sammelt eben Artikel aus dem Themenfeld Hochschullehre, bündelt die, aktualisiert die. Da gibt es viel zu tun, könnte ich Ihnen spaßige Beispiele zeigen, das ist heute nicht mein Fokus und gegebenenfalls auch neue Schreiben. Wir tun das im Auftrag der Stiftung Innovation in der Hochschullehre. Das Bayerische Zentrum für innovative Lehre führt das aus. Die Idee kommt von Stiel, Ehre, wem Ehre gebührt. Und wir tun das in Zusammenarbeit mit der Wiki Education Foundation. Manche von Ihnen wissen das vielleicht, Wikipedia-Community ist manchmal so ein bisschen seltsam. Und das ist so unser Türöffner, um gut in die Wikipedia-Community reinzukommen, da auch akzeptiert zu werden. Da arbeiten eine Handvoll Leute dran, inzwischen 4 Handvoll Leute dran, sage ich gleich ein bisschen was dazu. Das Interessante ist, das ist eben aus der Community heraus. Also das ist jetzt keine 3 Leute, die irgendwie wie so beim Buchprojekt zusammen Buch schreiben, sondern das ist Community, Tür ist offen, Leute kommen rein, Leute gehen auch wieder raus. Warum tun wir das? Also man mag es glauben oder nicht, die Wikipedia wird zum Thema Hochschullehre tatsächlich genutzt. Rechts sehen Sie so eine Grafik, mittlere Seitenaufrufe von pro Tag zu Themen aus dem Bereich Hochschullehre. Das ist so im Mittel 500 Aufrufe pro Tag. Wenn man mal in die Details reingeht, gucken Sie mal hier auf Rangliste 4 momentan. Da stehen so Themen wie didaktische Reduktion, wo ich gedacht habe, ne, danach sucht doch keiner in der Wikipedia. Also ich meine, didaktische Reduktion ist nach wie vor so ein großes Problem. Aber es wird 26 Mal am Tag aufgerufen. Und ich kann Ihnen versichern, das ist wesentlich mehr als die Artikel des Kollegen, der den Artikel geschrieben hat, also die Fachartikel aufgerufen werden. Also man kann sagen, 26 pro Tag ist irgendwie eine kleine Zahl. Ich halte es für eine erstaunlich große Zahl. Das ist ein Grund, warum wir das tun. Also Wikipedia wird gesehen, es ist häufig der erste Treffer bei einer Google-Suche. Das heißt, Leute, auch wenn sie zum Bereich zu Themen in der Hochschullehre googeln, landen typischerweise in der Wikipedia und das hat dann einfach, das ist ein Medium und die Qualität sollte einfach stimmen. Wir haben im Prinzip eine große Zielgruppe, also allein die Studierenden in Deutschland sind 3 Millionen und dann ist es einfach gerechtfertigt, da mal die Qualität der Beiträge zu verbessern. Der zweite Grund, warum wir das tun, wenn man das tut, funktioniert das überhaupt nur, wenn es aus einer Community heraus funktioniert, so wie in der Wikipedia generell. Und wir am Bayerischen Zentrum für innovative Lehre sind davon überzeugt, dass die Hochschullehre auch mehr Communities braucht, vor allem für Lehrende, also Orte und Zeiten, wo Lehrende sich über Lehre austauschen oder auch wo Lehrende und Studierende zusammenkommen, sich über Lehre austauschen. Und unser Projekt, nenne ich das jetzt mal, soll dazu beitragen und kann dazu beitragen. Jetzt kann man natürlich sagen, schön, aber wer hat schon Zeit dazu, zumal im Hochschulbereich? Unsere Antwort darauf ist, wie bei Pattern Tool auch, wir machen Writing Retreats. Unsere Mitwirkenden treffen sich regelmäßig, unregelmäßig zu 3-tägigen Writing Retreats, die eigentlich nur 2 Tage dauern, nicht typischerweise vom Mittagessen bis Mittagessen. Sitzen da an einem großen Tisch zusammen, wie Sie rechts sehen, arbeiten intensiv zusammen oder alleine, jeder an seinem Thema. Das Ganze findet an einem attraktiven, abgeschiedenen Ort statt mit kleinem Rahmenprogramm. Und danach, wenn man so auf die Zeitachse guckt, dann fällt die Schreibleistung wieder exponentiell ab. Das ist völlig in Ordnung. Und danach treffen sich manche zu kleinen Writing Retreats online. Warum ich eigentlich diesen Vortrag halte, ist, we want you oder Ihre Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie Lust haben, mitzuwirken,
kommen Sie doch mal einfach bei einem unserer Writing Retreats oder Editathons, wie es in der Wikipedia-Sprache heißt, vorbei. Wir suchen Leute aus allen Bereichen der Hochschullehre, das können Studierende sein, Lehrende sein, aus dem Servicebereich, aus der Hochschulleitung, wie auch immer. Was wir besonders suchen, sind Personen, die sich an Wikipedia-Artikel mit juristischem Inhalt herantrauen. Da haben wir leider noch keine in unserer Community. Das Projekt bezahlt Ihnen die Reise und die Unterkunft sozusagen im Tausch gegen Schreibleistung während der 2 Tage. Es ist keine Vorbereitung notwendig. Sie werden ongeboardet. Es ist keine langfristige Verpflichtung da. Eine einmalige Teilnahme ist auch in Ordnung. Die nächsten Termine stehen schon fest. Folien werden ja später hochgeladen. Oder wenn Sie Lust haben, gucken Sie einfach in der Wikipedia aufs Portal Hochschullehre oder aufs Wiki, auf unsere Wiki-Seite zur Hochschullehre. Wenn Sie sich die URLs nicht abschreiben wollen, googeln Sie einfach danach. Es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit der erste Treffer sein. Und ich würde mich freuen, wenn Sie vielleicht demnächst mal dabei sind und wir uns persönlich sehen oder Sie jemanden kennen, den Sie sozusagen heiß machen können und der dann vorbeikommt und bei uns mitwirkt. Herzlichen Dank. Herr Riegler, der Dank gilt Ihnen, würde ich an der Stelle sagen. Erstens für den wahnsinnig spannenden Einblick. Das finde ich eine ganz tolle Idee, die Wikipedia-Artikel an dieser Stelle auf einen anderen qualitativen Level hochzuheben. Ich schaue mal, ob es hierzu irgendwelche Rückfragen gibt. Ich würde jetzt erst mal sagen, nein. Herr Riegler, ich bedanke mich ganz herzlich. Vielleicht eine kleine Frage an der Stelle. Die Reisekosten werden übernommen. Werden auch die Verpflegungskosten übernommen? Ja, natürlich. Es wird alle Kosten übernommen von der Anreise mit der Übernachtung. Auch die Verpflegung und das freut mich. Im Rahmenprogramm irgendwas machen, wird das auch übernommen. Genau. Sehr gut. Ganz herzlichen Dank, Herr Riegler. Wir kommen an der Stelle, viele Grüße und viel Erfolg weiterhin, wir kommen an der Stelle zu unserem letzten Vortrag und zwar über den Campus Hub NRW. Frau Sarah Habler von der Fernuniversität in Hagen vom Zentrum für Lernen und Innovation wird uns ein ganz klein bisschen erzählen über den Beitrag, der vom Campus Hub in NRW über Hagen beigesteuert wird. Frau Habler, ist das bei Ihnen das Background Noise oder hat irgendjemand anders hier das Mikrofon an? Haben Sie sehr starke Hintergrundgeräusche? Ist das bei Ihnen? Das kann sein. Ich hoffe, das stört nicht groß, weil ich bin nämlich hier auf der KI Campus Bühne in Heilbronn, bin ich gut zu verstehen. Ich kann ja mal rumschwenken. Das hier ist ein Bereich. Das ist schön. Workshops statt. Ja. Ich hoffe, das stört nicht allzu doll. Wir probieren es. Eben gerade war es ein bisschen noisy, aber wir probieren es jetzt einfach. Und, alles klar. Genau. Ansonsten ich würde sagen, mache ich es mit Untertiteln bei der Aufzeichnung. Nein, das haben wir schon. Sorry. Alles klar. Gut, dann teile ich mal die Folien. Sehr gerne. Was war das denn? Los geht's. Da oben ist der Button. Jetzt habe ich mich gerade. Das war die Hand. Ach, guck mal, wo ist denn der Button jetzt auf einmal hin? Jetzt geht es bei mir auch los. Conversations, show more. Ach, da ist er hin verschwunden. Der war eben besser zu sehen. Drei Knöpfe wahrscheinlich in der Mitte. Ich habe es gefunden. Ich habe es gefunden. Eben war es nämlich noch einzeln aufgezählt und dann, gut, wenn man nicht täglich damit arbeitet. Aber ich denke, jetzt ist alles zu sehen. Oder? Sie haben das Wort. Unterbrechen Sie mich, wenn irgendwas nicht stimmen sollte. Also, KI Campus Hub NRW. Ich denke, der KI Campus ist ein Begriff. Das spare ich jetzt mal aus Zeitgründen aus. Wenn Sie uns noch nicht kennen sollten, hier unten rechts kicampus.org. Klicken Sie uns gerne an. Hier blau hinterlegt der QR-Code. Da gibt es noch ein kurzes Image-Video zum KI Campus. Mit ganz wenigen Worten. Es ist eine Lernplattform für künstliche Intelligenz. Wir haben Online-Videos. 80 Stück mittlerweile, sowohl in deutscher als auch teilweise in englischer Sprache, Videos und Podcasts, Online-Kurse wohlgemerkt haben wir. Und das Beste, alles kostenlos, alles offen lizenziert. Und das ist auch der Grund, warum wir auch, oder was ein Aufgabenbereich des sogenannten KI Campus Hub NRW ist. Also warum jetzt KI Campus und was ist dieser ominöse Hub NRW? Die Idee ist nämlich, die Mission des KI Campus ist, die KI-Lizenzen in Deutschland zu steigern. Und das soll jetzt nicht nur auf formalem Wege geschehen, also durch diese Lernplattform, wo wir jede Menge Online-Kurse zu allen möglichen Themen von KI anbieten, kostenlos und offen lizenziert, sondern es soll noch auf informellem Wege geschehen, indem wir einfach lokal Veranstaltungen organisieren und die Leute, die ihre KI-Kompetenzen steigern wollen, zusammenbringen, dass sie in den Austausch treten können, dass sie durch Impulsvorträge
auch angeregt werden, eventuell ja, KI in ihre eigene Lehre zum Beispiel zu integrieren oder in ihrem Firmen. Wir sind da sehr offen. Die sagen wir so, die Aufgabenbereiche des KI Campus lassen sich in drei Säulen gliedern. Einmal der Beratungsbereich, das, da erzähle ich gleich noch mehr zu, der Vernetzungsbereich und der Bereich der Entwicklung. Also wir können uns merken, der KI Campus Hub NRW, da gibt es übrigens drei Stück von, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Berlin hat auch einen Hub. Alles für Akteure lokal vor Ort. Wir sind also eine Anlauf- und eine Vernetzungsstelle für die Angebote des KI Campus. Ja, wir sind insgesamt 7 Stück an der Fernuniversität in Hagen verortet. Also wir sind natürlich noch viel, viel mehr, ein Riesenkonsortium aus verschiedensten Partnern, die Beiträge, inhaltliche Beiträge auch beisteuern. Den Lead hat der Stifterverband. Also 7 Leute aus 3 verschiedenen Abteilungen allein an der Fernuniversität in Hagen. So, jetzt haben wir jetzt Beratung genannt. Beratung stützt sich jetzt hier allerdings nur auf die Inhalte des KI Campus. Bedeutet jetzt Folgendes. Ob Sie jetzt, wenn Sie zum Beispiel ein kleines mittelständisches Unternehmen haben und Sie würden gerne eine Mitarbeitendenschulung durchführen, können Sie natürlich die Angebote des KI Campus dafür nutzen. Oder wir sind ja beim University Future Festival, beim UF, nehme ich an, dass wir jetzt vor allem vornehmlich mit Leuten von Universitäten zu tun haben. Wenn Sie also KI in Ihre Lehre integrieren wollen, warum das Pferd neu erfinden? Wir haben ja bereits jede Menge Inhalte auf dem KI Campus angeboten. Die können Sie nicht nur nutzen, um Ihre eigenen KI-Kompetenzen zu steigern, sondern die können Sie auch für Ihre eigene Lehre integrieren. Nach dem Motto, kopieren ist erwünscht, per LTI-Schnittstelle können Sie aus den zahlreichen Angeboten des KI Campus entweder ganze Kurse in Ihr eigenes LMS integrieren oder aber auch einzelne Bereiche, wenn Sie zum Beispiel sagen, aus dem Kurs meinetwegen KI und Leadership brauchen Sie eigentlich nur diesen einen kleinen Teilbereich, dann kuratieren wir für Sie speziell auf Ihre individuellen Weiterbildungsbedarfe ein Angebot. Und warum das Pferd, wie gesagt, 5-mal erfinden, wenn es doch bereits von Expertinnen und Experten von deutschen wissenschaftlichen Einrichtungen bereits angeboten wird. Also Sie melden uns, deswegen, wir sind ja die Anlaufstelle, Ihre spezifischen Weiterbildungsbedarfe oder das, was Sie in Ihre Lehre integrieren wollen. Wir erstellen daraus ein individuelles Angebot und das Ganze ist dann per LTI-Verknüpfung in Ihrer eigenen Lehre integrierbar. Ab September 24 auch autark, also da könnten Sie auch selber auf der Moodle-Plattform des KI Campus dann Ihre individuellen Angebote aus dem Riesenrepertoire des KI Campus zusammenstellen. Soweit zum Punkt Beratung, aber der nächstgrößere Punkt ist die Vernetzungskomponente. Wir organisieren jede Menge Veranstaltungen rund um das Thema KI, um die Leute natürlich zusammenzubringen. Ich habe eben gerade gesagt, nicht nur formal Lernplattformen, sondern auch auf informellem Wege. Ich kann die gar nicht alle nennen und aufzeigen, was wir da alles schon gemacht haben. Ich möchte gerne den Tooltip Tuesday hier einmal hervorheben, weil das nämlich, Name ist Programm, ein Format ist, das wir einmal die Woche, nämlich am Dienstag von 12 bis 13 Uhr online anbieten. Und zwar zu speziellen KI-Tools zum Thema wissenschaftliches Arbeiten. Jeden Dienstag ist ein anderes Format dran. Dann möchte ich eine weitere Werbetrommel rühren für zukünftige Ereignisse. Das Fett hervorgehobene ist eine Veranstaltung, die wir am 1. Juli durchführen werden, und zwar in Präsenz. In Hagen haben wir schon einige Anmeldungen. Da geht es um Zugänge zu generativer KI, zu generativen KI-Lösungen, zur technischen Bereitstellung an Hochschulen. Es wird ja irgendwann früher oder später erforderlich sein, dass Universitäten sich für eine generierende KI womöglich entscheiden müssen. Was wollen wir anbieten? Was sollen die Studierenden und die wissenschaftlichen Mitarbeitenden, Professorinnen, welche KI sollen sie nutzen dürfen? Ja, Lizenzen. Und da soll es vor Ort ganzen Tag von 9.30 Uhr bis 16.30 Uhr darum gehen, ja, wie geht man dabei vor? Welche Dinge sind vielleicht zu beachten? Was sind da für Kriterien wichtig, um jetzt diese schwere Entscheidung zu treffen, für welches generative KI-Tool man sich dann letztendlich entscheidet. Mehr Informationen zu dieser Veranstaltung, nämlich die wir im Juli planen, hier einmal mit QR-Code versehen. Ansonsten ist ja aufgezeichnet, wir gehen jetzt ganz schnell weiter. Jetzt nehme ich auch nochmal einen QR-Code zum Tooltip Tuesday. Wie gesagt, jeden Dienstag 12 Uhr zum Thema, wird ein anderes Tool vorgestellt zum Thema wissenschaftliches Arbeiten. Hier einmal die Infoseite, aber viel, viel wichtiger ist hier der rechte QR-Code.
Da sind nämlich alle vergangenen Tooltip Tuesdays aufgezeichnet worden auf einem YouTube-Kanal. Klicken Sie gerne uns an, schauen Sie gerne vorbei. Hier nochmal ein paar Partner, mit denen wir bereits vernetzt sind. Und Entwicklung, das kann ich super schnell machen. Das ist nämlich der dritte Bereich. Wir haben nämlich sogenannte Open Think Tanks, die wir online anbieten. Aber das haben wir gestern nämlich schon erzählt beim Lightning Talk zum Thema KI im Fokus. Da hat meine Kollegin Caroline Berger-Kohnen, eben haben Sie gerade gesehen, quasi in unserer Übersicht, wie viele Leute wir sind. Hier nochmal ganz kurzer Überblick, was wir so für Themen da besprechen im KI und Didaktik. Aber wie gesagt, schauen Sie sich gerne die Aufzeichnung an vom Lightning Talk von gestern, KI im Fokus. Und wenn Sie auch gerne weitere Informationen über Veranstaltungen haben wollen, melden Sie sich gerne, gerade wenn Sie aus dem Raum NRW kommen. Da freuen wir uns immer über Zuwachs. Da informieren wir Sie über neueste Entwicklungen im Bereich künstlicher Intelligenz, vor allem im Hochschulbereich, aber auch über Veranstaltungen. Und damit, weiß ich nicht genau, habe ich möglicherweise um 3 Minuten überzogen, tut mir leid. Ich habe auch leider keine E-Mail mehr bekommen von den Leuten, die jetzt auch noch anbieten wollten. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Falls ich überhaupt noch da bin. Ah, da, okay. Frau Habler, ganz herzlichen Dank für diesen Überblick. Hat mich sehr gefreut. Wir werden Nein, das war alles super. Okay. Ich freue mich sehr. Wir werden uns mit hoher Wahrscheinlichkeit am 1. Juli in Hagen sehen bei auch Claudia de Witt. Ganz toll. Wir haben allesamt ein bisschen überzogen und wir haben tatsächlich sogar einen Vortrag jetzt noch ausgelassen. Das war offensichtlich ein ganz klein bisschen knapp bemessen. Frau Habler, wenn Sie bitte noch Ihre Screensharing-Funktion einmal deaktivieren, die ist nämlich noch online. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Zuschauenden in nah und fern und ich würde sagen, noch ganz viel Spaß auf den heutigen weiteren Veranstaltungen beziehungsweise auch am morgigen Tag. Ganz herzlichen Dank.